Jo, hallo, servus, grüß euch alle miteinander. Heute ein Single Let's Play. Ich stelle euch ein nervenzerfetzendes Strategiespiel vor. Demokratie 3. Jo, dann hätte ich gesagt, fangen wir gleich mal an. Okay, wir können uns hier eine Nation aussuchen, über die wir herrschen wollen. Momentan relativ beschränkt die Auswahl. England, Frankreich, Deutschland, USA, Kanada, Kanada, oh Gott, Kanada und Australien. Okay, also gibt ein bisschen Statistik zu den Ländern. Und das Spiel ist ganz offensichtlich nicht für viele Sprachräume entwickelt, wie man hier sieht. Da haben die Jungs von der Übersetzung zwar ganz schön viel Mühe eingesteckt, aber die Grafiker haben es dann doch wieder hängen lassen und einfach die Textboxen so groß lassen, wie sie im Originalen waren. Da haben die Jungs von der Übersetzung auch ein bisschen gepfuscht, außer es gibt in Kanada eine eritische Ethnizität. Korrigiert mich, falls ich da falsch liegen sollte. Okay, also alles ein bisschen nicht liebevoll umgesetzt auf den ersten Blick, aber gut. Wir werden jetzt einfach da mal Australien grapschen. Na, das finde ich auch süß. Big Mac Index. 4,62 Dollar. Und was haben wir da? Sechs größte Land der Welt. Zwei größte. Aha, das sind so allgemeine Infos. Gut, wir stürzen uns jetzt einfach ins Vergnügen. Ah, okay. So, Partei des Spielers. Aha. Kann man sich also eine Partei aussuchen? Oder kann man da. Oh! Na, dann werden wir das natürlich gleich so benennen. Eh klar. Und was war das? Die Jehova-Partei. Das lassen wir gleich so. So, was war da? Amtszeit? Amtszeitbegrenzung brauchen wir nicht. Okay. Oh, Erdbeben. Ah, Erdbeben gibt es auch in Australien natürlich. Wahlpflichtmonarchie. Okay, wir könnten jetzt noch ein bisschen die Voraussetzungen einstellen für das Ganze. Wir werden es allerdings alle einfach so voreingestellt lassen. Und legen einfach los. Oh, das Internet erfinden. Sehr cool. Oh, geht schon. Glückwunsch zu deinem Wahlsieg. Willkommen in deinem neuen Job als Premierminister. Danke, danke. Das Leben aller 222 Millionen, 22 Millionen 222.000 Staatsbürger liegt jetzt in deinen Händen. Du kannst dir sicher vorstellen, dass es eine Reihe von Situationen und Problemen gibt, mit denen du dich baldmöglichst beschäftigen musst, während du die langfristige Verbesserung der Lebensqualität deiner Staatsbürger im Auge behältst. Natürlich. Und vergiss auch nicht, dass du in 5 Jahren zur Wiederwahl antrittst und daher die Meinungsumfragen und unsere Parteimitglieder. Was ist denn jetzt los? Und unsere Parteimitgliedschaft im Auge behalten musst. Viel Glück. Danke. So. Okay, wir kriegen jetzt eine kurze Statistik über den Ist-Zustand. Unser BIP ist katastrophal. Die Leute sind alle krank, hochintelligent, schwerstkriminell, arbeitslos und armutsgefährdet. Boah, gut. Na, das macht ja Spaß. Oh mein Gott. Okay, erster Eindruck, man wird erschlagen vom Interface. Mal ein bisschen reinfinden hier. So, was gibt's denn hier? Hier ist der Stand meines politischen Kontos. So, wird eine Politik einer sein, was der Kapital. Ah, okay. Einnahmen, Ausgaben ist eh klar. Wir haben schon ein Defizit, na toll. Und wir schulden über 280 Billionen Dollar. Großartig. So, was haben wir da? Sicherheitsbriefing. Oh mein Gott, was ist das für ein. Oh. Gleich wieder wegklicken, das ertrage ich nicht, das Geräusch. Schauen wir uns über die Meinungsumfragen an. Hier sind die Umfragedaten, die Linien für die einzelnen. Wer braucht das? Ah, okay, also hier kriegen wir ganz fein aufgeschlüsselt, wer wie, was, warum und aus welchen Gründen uns wählt. Konservativ. Ah, okay. Quasi, ich bin ein Mischmasch aus konservativen Sozialist. Okay.
Was haben wir hier? Finanzielle Daten. Ausgaben, Einnahmen. Okay, also ziemlich detailliert, also in den Statistiken das Spiel. Schauen wir da mal weiter. Okay, da kann ich Politiker einstellen. Leistungen, was Leistungen? Ah, das sind quasi die Erfolge. So. So. Aha, unser aktuelles Kabinett. Und was ist das? Parteien. Sind die Parteimitglieder und politisch Aktivisten. Okay, also ich hab null Parteimitglieder. Ich bin Präsident, ich bin König, Herrscher des Landes und habe null Mitglieder in meiner Partei. Das ist ja schlimm. So, einen Quartalsbericht. Okay, der funktioniert noch nicht. Das wird wahrscheinlich erst gehen. Aha. Okay, es ist rundenbasiert. So. Schauen wir uns ein bisschen noch das Interface an. Ich habe hier meine Wählergruppen aufgeschlüsselt. Hinter den Wählergruppen sehe ich in diesem grauen Balken den prozentuellen Anteil dieser Gruppe an meiner Gesamtwählerschaft. Also zum Beispiel sehe ich, dass die Konservativen sehr stark sind, Autofahrer sehr stark, Sozialisten sehr stark, die Liberalen ziemlich stark, Patrioten, Umweltschützer und die mit mittleren Einkommen. Und der Rest ist eher relativ schwach, interessiert mich nicht. So, Beliebtheit. Okay, wir sind unglaublich unbeliebt. Verstehe ich. Okay, dann haben wir halt unsere Teilbereiche. Okay, sieht man im Hintergrund Steuerthemen, öffentliche Dienste, Recht und Ordnung, Transport, Außenpolitik, Wohlfahrt und Wirtschaft. Okay, und diese Bereiche haben halt ihre Buttons. Und was sind die roten? Wenn ich auf dem. Okay, egal auf welchem Element man stehen bleibt mit der Maus. Man kriegt dann ziemlich cool die Einflussfaktoren dargestellt. Zum Beispiel eben die Konservativen, bei denen ich sehr unbeliebt bin, stören sich am, wie funktioniert das, am asozialen Verhalten. Ich habe anscheinend Prostitution legalisiert, das stört sie auch. Die Stammzellenforschung ist auch ganz was Böses und Selbstschutzbanden. Okay, verstehe. Und das gleiche funktioniert dann so, wenn ich über so einen Themenbutton bleibe, dann sehe ich die Auswirkungen. Aha, alles klar. Gut. Dann definieren wir unser politisches Ziel. Wir müssen unsere Beliebtheit steigern. Ich werde mich da jetzt gleich einmal an die Konservativen richten und mein ganzes politisches Engagement den Konservativen Wortsalat. Dann schauen wir gleich mal noch. Asoziales Verhalten. Vandalismus, öffentliche Ärgernis und Kleinkrim. Öffentliche Ärgernis und Kleinkriminalität, okay. Sind des asozialen, pöbelhaften Verhaltens, das auf unseren Straßen nicht so viel vorkommt. Oft wird es mit dem Alkohol und so. Okay, lauter Penner laufen rum und wir haben zu wenig Polizei. Okay, alles klar. Also ist. Der Alkoholkonsum begünstigt das asoziale Verhalten. Religion? Die religiöse Mitgliedschaft. Hä? Okay, das verstehe ich jetzt zwar nicht, aber egal. Der stärkste Faktor ist ohnehin der Polizeiapparat. Schauen wir genau. Ah, jetzt sind wir beliebter bei den Wählern. 70%, also das Thema interessiert alle. Momentan haben wir eine mittelmäßige Polizei. Und jetzt komme ich hier mit diesem Regler. Okay, ihr seht schon, was passiert. Also, wenn ich mehr Kohle für die Polizei ausgebe, sinkt meine Kriminalität um über 10%. Gewaltverbrechen gehen stark zurück. Konservativen sind sehr glücklich danach. Die öffentlichen auch. Die. Was ist da? Öffentlich Bedienstete sind
Unglücklicher. Oder was ist das? Ach, das Einkommen der öffentlich Bediensteten sinkt. Die Arbeitslosenzahlen steigen und das asoziale Verhalten geht stark zurück. Aber die Arbeitslosenzahlen, warte mal, sinken. Ne, steigen. Es wird ja schlechter. Der Alkoholmissbrauch ist momentan auf minus 6%, ist dann auf minus 13%. So ganz mit diesen Statistiken komme ich noch nicht zusammen. Wir werden es jetzt einfach machen. So. Was stört sich noch an meiner konservativen Elite? Aha, die Prostitution, die gute alte Prostitution. Die Konservativen behaupten, dass eine Legalisierung der Prostitution einen starken Verfall in den Familienwerten zur Folge haben würde. RTL auch. Andere wiederum argumentieren, dass die Prostitution kaum verschwinden wird und selbst wenn sie illegal ist, ist es besser für die Gesellschaft und für die Prostituierten, dass diese Praxis reguliert und überwacht und nicht kriminalisiert wird. Gut. So, das mögen unsere Konservativen aber nicht, deshalb verbieten. Verbieten alles, was wir nicht mögen. So. Sie stören sich an Selbstschutzbanden. Okay, die Bürger haben den Glauben an die Polizei verloren. Okay, und Selbstjustiz herrscht auf den Straßen. Kriminalität, Polizei, da habe ich schon eingegriffen. Jetzt schauen wir bei der Kriminalität noch. Okay, da ist sowieso der Hauptfaktor immer die Polizei und da habe ich eh schon eingegriffen. Das heißt, wir werden jetzt diese Runde beenden und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Quartalsbericht. Hier ist eine Zusammenfassung des gegenwärtigen Zustands deiner Nation. Na gut. Ein Kreditabsicherungsgesetz. Eine dringende politische Frage bedarf deiner sofortigen Aufmerksamkeit. Na dann, wenn wir uns da sofort drum kümmern. Ach, gleich morgens aufstehen und gleich solche Sachen entscheiden. Inkassobüros waren aufgrund der aggressiven Methoden, die sie zum Eintreiben von Geld und von Menschen verwenden, die hohe. Was? Inkassobüros waren aufgrund der aggressiven Methoden, die sie zum Eintreiben von Geldern. Aha, von Menschen verwenden, die hohe Beträge schulden, jüngst in den Nachrichten. Diese Inkassobüros vergeben Kredite an Leute, denen größere und angesehenere Firmen kein Geld leihen. Es ist ein Gesetz geplant, wonach die Methoden, die diese Agenturen anwenden, eingeschränkt werden sollen. Okay, also ich muss hier eine Entscheidung treffen. Niemand zwingt die Menschen Geld, wenn sie zurückzahlen können. Ihre Verhältnisse, das ist okay. Muss ich das entscheiden? Oh, nee, muss ich nicht. Ah, ich kann es aufschieben. Oh, ich bin ja ein Vollblutpolitiker, ich schiebe die Entscheidung einfach auf. So, wir sehen hier. Oh, meine ersten Lorbeeren, meine Aktionen tragen Früchte, meine Konservativen werden glücklicher. Zumindest deute ich diesen grünen Pfeil so. Jetzt schauen wir, ob wir da noch irgendwas tun können. Stammzellenforschung. Okay, die Wähler interessieren sich so gut wie überhaupt nicht für Stammzellenforschung. Die Religiösen finden es ganz schlimm, die Konservativen ein bisschen und alle anderen eigentlich gut. Wir fördern das sogar ziemlich stark, aber so stark ist die Auswirkung gar nicht auf die Konservativen. Dafür mache ich mir Freunde bei von Antireligiösen natürlich wieder. Immer die Religiösen. Nein, wir werden einen Kompromiss finden. Ich mache das einfach hier so ein bisschen auf niedrig. Und dann sind die Religiösen auch ein bisschen glücklicher. Glücksspiel. Unsere Religiösen stellen sich Glücksspiel. Allerdings ist ihr Anteil an der Gesamtwählergruppe eh sehr gering. Also, wenn sie es irgendwie vereinbaren lässt, dann werden die auch glücklich. Ansonsten. Pff. Okay, Umweltschützer. Ja. Die Autofahrer. Eine ganz große Gruppe. Die sind sehr unglücklich. Die Treibstoffsteuer. Und das Besteuern von Treibstoff kann für eine Regierung eine enorme Einnahmequelle sein und kann gleichzeitig auch als eine grüne Politik gelten, da die Menschen damit angespornt werden, weniger zu fahren oder kraftstoffeffizientere Autos zu kaufen. Kann
Kritiker meinen allerdings, dass dies nur eine weitere zynische Besteuerung der Autofahrer ist und andere klagen, dass die alternative öffentliche Verkehrsmittel keine geeignete Lösung für alle ist. Gut. Erstaunlich, erstaunlich unbeliebtes Thema bei 41%. Was passiert denn? Ich nehme momentan 7 Billionen Dollar damit ein. Das heißt, wenn ich das mal gnadenlos steigere. Okay, dann wenn ich es jetzt einfach mal senke. Also sogar wenn ich 0% Steuern vergebe, verdiene ich nur immer 2,68 Billionen. Na, ist ja spannend. Ohne Steuern trotzdem Geld. Ja, wir werden da ein bisschen. Lustigerweise, dass die Autofahrer eigentlich. Das verstehe ich nicht. Aktuell stören sich die Autofahrer gar nicht an dem, an der Treibstoffsteuer. Aber an der Fahrzeugnutzung. Geht also über zwei Ecken und Kanten. Verstehe schon. Wir werden das jetzt einmal kurz bleiben lassen. Ungenügend. Was, was, was? Du kannst es jetzt nicht tun, die Änderungen sind rückgängig gemacht worden. Du wirst zu Beginn der nächsten Runde mehr politisches Kapital von den Ministern verdienen. Oh, meine Minister arbeiten nicht, sie sind zu faul. Welch Überraschung. Okay, dann. Aha. Nun muss ich eine Entscheidung treffen. Ene, mene, mu und raus bist du. Gut. Wir erlauben die Agenturen. Ich habe das jetzt also in der öffentlichen Politik nennt man das, was ich gerade gemacht habe, dann, ich weiß nicht, Ministerratssitzung oder irgend sowas. Da machen die das ganz ähnlich. So, mein neuer Quartalsbericht. Unser BIP ist nicht mehr katastrophal. Gesundheit unverändert, lauter Kriminelle, die Armut ist grenzenlos und die Bildung ist aber nach wie vor gut. Und schon wieder eine dringende politische Frage, die meiner absoluten Aufmerksamkeit bedarf. Bei einem Versuch des Menschenschmuggels ist eine große Zahl von Menschen abgefangen worden, die in Containern versteckt in unser Land kommen wollten. Die Verbrecher, die hinter dem Schmuggel stecken, sind festgenommen worden. Aber es wird jetzt debattiert, ob die Menschen, die jetzt auf unserem Boden sind, in ihr Ursprungsland zurückgeschickt werden sollen. Ihnen erlauben, es gibt gute Beweise dafür, dass die Menschen verzweifelt, Verfolgung der Armut und selbst im Tod. Die Menschen erlauben hier zu bleiben, wir völlig Menschen sind, die illegal herkommen, wir haben bereits Problem, die illegal und wirtschaftlich. Gut, wie üblich schiebe ich Entscheidungen einfach ans Rundenende auf. Schaut mal, wie es meinen Konservativen geht. Sie werden immer glücklicher. Sehr gut. Warum stören die sich noch immer? Achso. Okay. So, für wen können wir noch was Gutes tun? Ah, meine Armen werden immer unglücklicher. Meine Armen stören sich an der Alkoholsteuer. Aber ich verdiene ziemlich gut dran. Auf wen bewirken? Armut, die Armut sinkt. Okay, Gleichberechtigung. Ach, die Gleichberechtigung sinkt, wenn ich die Steuer auf Alkohol erhöhe. Oh, gewagte These. Aber okay, aber das ist mir egal, weil ich verdiene einen Haufen Kohle damit. Gut. Oh, meinen Pensionisten geht's sehr gut, die sind sehr glücklich, das freut mich. So, für wen kann ich noch was Gutes tun? Da ist da noch eine große Gruppe. Umweltschützer sind auch, aber die sind halt meistens genau immer das Gegenteil von allen anderen. Nee, die lassen wir jetzt. Oder wobei, was für eine Umweltverschmutzung? Hier können wir sicher was tun. Uns kostet die Umweltverschmutzung 1,94 Billionen Dollar. Die Umwelt wert im Lauf der Zeit. So. Also, die Fahrzeugnutzung ist natürlich. Okay, die Fahrzeugnutzung, die ich ja vorhin mit dem Senken meiner Mineralölsteuer gesteigert habe, jetzt natürlich ein Negativindikator für meine Umwelt. Das heißt, wir werden die Schadstoffbekämpfung nach oben treiben. Die kostet aber. Gucken wir mal. Kapitalisten werden unglücklich. Die sind bei mir ohnehin schon sehr klein. Also dafür steigt natürlich. Oh ja. Okay, das ist es mir wert.
Wo sind denn die Kapitalisten? Kapitalisten, hier sind sie. Ja, klar. Stören sich an allem. Naja. Aber sie sind auch ein relativ kleiner Teil der Gesamtwählerschaft. Insofern nehme ich auf die jetzt keine wirkliche Rücksicht. Also hier müssen wir entscheiden. Ja, bleibt. Und nächste Runde. Unmögliches Versprechen. Ich finde diese kleinen Texte hier unten sehr amüsant. So, wie schaut's aus? Die Kriminalität beginnt zu sinken. Großartig. Die Armut wird bekämpft. Die Bildung ist großartig. Die Gesundheit ist nicht so großartig. Meine Taten zeigen Früchte. Superheld. In den Nachrichtensendern laufen Berichte heiß über einen. Ja, danke, danke. Danke für den Applaus. Danke. Es reicht jetzt. Psst, psst, ja, danke. Ach, immer diese nervigen Fans. Oh, es geht von vorne los. Okay, wir haben irgendwo einen Batman rumhüpfen, der meine Kriminellen bekämpft. Sehr gut. Freut mich. Das kann mir nur helfen. So, wie schaut's aus? Wir sind nach wie vor sehr unbeliebt. Meine Armen werden schon wieder unglücklich. Meine Konservativen immer glücklicher. Das ist gut, das ist gut. Ich glaube, ich werde jetzt auch gar nicht viel zu viel hier noch wagen und riskieren. Ich werde das Spiel jetzt so schnell vorantreiben, bis meine Konservativen den Höhepunkt erreicht haben. Ich meine den Höhepunkt an Glücklichkeit natürlich. Ah, so, wie schaut's aus? Oh, Selbstschutzbanden. Es gibt jetzt keine Selbstschutzbanden mehr auf unseren Straßen und die Menschen vertrauen wieder den Behörden zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung. Wunderbar. Skandal im Königshaus. Ein führendes Mitglied des Königshauses hat leider etwas gesagt, das aus dem Zusammenhang genommen als rassistisch interpretiert werden könnte. Der Kommentar ist von Pressefotografen überhört worden und hat nun zu einem Skandal geführt. Wie wird deine Regierung darauf reagieren? Die Monarchie kritisieren oder die Monarchie unterstützen? Ja, bitte, wir sind die Monarchie, wir unterstützen die Monarchie natürlich. Gut, was passiert? Konservative, sie sind schon im gelben Bereich. Und ich bilde mir ein, dass dieser Beliebtheitsbalken ein ganz klein bisschen größer ist als letzte Runde noch. Und das Defizit haben wir auch ein bisschen senken können. Sehr gut. Ich schaue jetzt noch, wo ich eigentlich noch Kohle reinholen könnte. Ausgaben, schauen wir mal. Okay, die Rente und Gesundheit greife ich einfach mal aus Prinzip nicht an. Staatliche Schulen, Militär, Polizei, Straßenbau. Moment, wir schauen die Einnahmen. Okay, die Einkommensteuer ist die höchste, die Kohlenstoffsteuer. What the fuck? Was ist eine Kohlenstoffsteuer? Ach so. Sie kosten nichts und ich verdiene damit 37 Billionen? Auf damit. Okay. Aha. Meine Umwelt wird leiden wie Sau. Mein BIP geht ins Bodenlose. Aber die Umweltschützer sind sehr glücklich. Die Energieeffizienz steigt ungemein. Aber es werden alle in Summe unglücklicher und die Flugpreise explodieren. Oh, gefährliches Spiel hier, gefährliches Spiel. Nee, 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 das ist mir zu heiß. Was haben wir noch? Alkoholsteuer, die haben wir schon raufgetrieben, das passt schon so. Treibstoffsteuer. Das Besteuern von Kraftstoff. Ich hätte gern irgendwie mein. Wir werden es ein bisschen hoch, dann ich würde gerne mein Defizit ausgleichen. Tabaksteuer. So. Okay, wenn wir die rauftreiben, nehmen wir immerhin 7 Billiarden ein. Der Tabakgenuss geht zurück. Die Gleichberechtigung sinkt schon wieder. Okay, also wenn ich Suchtmittel unterbinde, dann oder besteuere, dann sinkt meine Gleichberechtigung im Lande. Sehr interessant. Was ich schockierend finde, dass der Faktor alle um fast 5% fällt. Allerdings, ich nehme dafür 7 Billionen ein. Billionen, ja, Billiarden, Billionen. Ja, weiß ich nicht. Sagt es mir in den Kommentaren.
Oh, meine Minister, wieder faul wie sie sind, haben kein politisches Kapital. Na, großartig. Kann ich eh nichts tun. Nächste Runde. Was haben wir hier? Oh, Massentierhaltung. Schärfere Standards, immer schärfere Standards. Arme Tierchen hier. So, wir stehen, wir haben es leichte, wir stagnieren hier. Unsere Konservativen werden nicht mehr glücklicher. Das heißt, sie sind aber noch immer die größte aller. Ja. Sozialisten, die habe ich auch. Okay, diese Gruppen variieren noch. Schauen wir mal, woran sich die Sozialisten so stören. Die Arbeitslosen soll die Gleichberechtigung und die Armut. Jo, gut, alles keine direkten Probleme, sondern Ergebnis von anderen. Wird schwer, die Sozialisten glücklich zu machen. Ich halte mich da jetzt einfach an die Erzkonservativen, wobei die haben ja auch schon. Schwierig, schwierig, schwierig. Okay, und jetzt sieht man eigentlich die Komplexität des Spiels. Es ist doch nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Denn momentan habe ich das Dilemma, egal für welche Partei oder für welche Richtung ich jetzt gehe, ich laufe so ein bisschen auf dem schmalen Grat, mir es bei allen zu verscherzen. Was ist hier organisiertes Verbrechen? Da hat keiner Freude dran, da können wir sicher was dagegen tun. Glücksspiel. Organisiertes Verbrechen profitiert vom Glücksspiel. So, dann drehen wir das komplett zurück. Fertig. Und gehen gleich in die nächste Runde. Einer deiner Kabinettsminister muss dringend mit dir unter vier Augen sprechen. Maddie Butler, der gegenwärtige. Der Maddie Butler mit dem Bild? Translation, Jungs, ihr habt großartig gearbeitet. Der gegenwärtige, als dein Justizminister arbeitet, ist es leid, in deiner Regierung zu dienen und möchte unter Umständen von seiner Stellung zurück und möglicherweise überhaupt aus der Regierung austreten. Vielleicht gelingt es dir, ihn zum Bleiben zu bewegen, indem du die wichtigsten Unterstützer, Sozialisten und Liberale, noch mehr zufriedenstellst. Jo, guck mal. Oh, einen Nobelpreis. Und alles steigt ein bisschen. Sehr gut. So, schauen wir, was passiert. Oh ja, der Nobelpreis trägt Früchte. Hier werden alle ein bisschen glücklicher. Ich steige in der allgemeinen Beliebtheit. Schauen wir, woran sich eigentlich alle stören. Gewaltverbrechen ist beseitigt, die Tabaksteuer ist halt. Na, ich brauche sie. Natürlich könnte ich auch ein Nullsummenspiel machen. Ich nehme immerhin noch immer 69, 89 Millionen ein, wenn ich die Tabaksteuer abschaffe. Ich habe dafür dann aber einen Haufen Rauch und das wird sicher wieder negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben und so weiter. Nee, ich bleibe bei dem Kurs. Die Kohle ist mir zu schade. Das kann ich nicht sausen lassen. So, was haben wir noch für dringende Anliegen? Hier, asoziales Verhalten noch immer. Das geht doch eh schon komplett runter. Polizeiapparat. Meine Polizei habe ich eh schon komplett aufgerüstet. Ja, habe ich. Puh, 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 puh. Gut, schauen wir, was passiert. Na bitte, asoziales Verhalten. Aus den Verbrechensstatistiken geht hervor, dass das Ausmaß an asozialem Verhalten in unserem Land beträchtlich zurückgegangen ist und keine wesentliche Ursache mehr für Verbrechen ist. Wunderbar. Bonität herabgestuft. Oh. Okay, wir haben anscheinend zu viel Schulden. Ah, okay, also ab 10, anscheinend ab 10 Billionen. Defizit wird gleich mal die Bonität herabgestuft. Na, großartig. Das heißt, sparen, sparen, sparen. Wo könnten wir sparen? Schauen wir nochmal auf die Finanzen. So, gucken wir mal. Gefängnisse.
Grundversorgung, aha, Gefängnisse. Die Kosten hier ein. Oh, okay, was kann man hier? Kriminalität. Meine Kriminalität steigt, wenn ich überfüllte Zellen habe. Okay, Liberale, Konservative und Öffentliche würden sich freuen, wenn ich einen Haufen Kohle in den Knast stecke. Ich mach das. Ich hole mir die Kohle woanders. Alkoholmissbrauch. Alkoholkonsum. Alkoholsteuer. Oh, die habe ich schon aufgetrieben. Hier kann ich nicht mehr holen. Okay, ich brauche Kohle, 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 Kohle. So, wo nehmen wir noch das ein? Kohlenstoffsteuer. Ja, es wird nichts helfen. Ich muss hier auch ein bisschen rumdrehen. Ach, wenn das alle ein bisschen stört. Staatsverschuldung. Die Staatsverschuldung ist eine Einnahme. Ach ja, das wusste ich ja nicht. So, die Körperschaftssteuer. Kostet nichts und bringt 13,5 Billionen. Wenn ich die raufdrehe, werden meine Sozialisten glücklich, meine Kapitalisten unglücklich, die Reichen unglücklich, die Freiberufler unglücklich, die Spitzeneinkommen werden unglücklich, aber nicht sehr viel. Und ich kann hier gleich mal ein, zwei Billionen mehr rausschlagen. Ach, schon wieder meine Minister, die hier nichts leisten. Das ist ja wie im wirklichen Leben, ist ja furchtbar. So, Informationsfreiheit. Es gibt Stimmen für ein Gesetz zur erhöhten Freigabe von Informationen. Nein, brauche ich gar nicht lange überlegen. Wollen wir nicht. So, wie schaut's aus? Defizit. Oh, ich bin ein Wirtschaftsgenie. Ich habe das Defizit um fast 8 Billionen Dollar in nur einer einzigen Runde gesenkt. So, Konservative sind noch immer nicht wirklich glücklich. Ich weiß nicht, warum die sich noch immer an der Prostitution stören. Ich habe die Prostitution eh schon völlig unterbunden. Ah, okay, sie stören sich aus Prinzip daran. Na, klasse. So, gucken wir, wer sind noch hier groß? Autofahrer, Treibstoffsteuer, Ölpreis, Mautstraßen, Straßenbau. Was können wir hier machen? Autofahrer müssen auf bestimmten Straßen. Moment, haben die jetzt ein Problem damit, oder? Ja, die haben ein Problem mit den Mautstraßen. Und dem Straßenbau. Ah, okay. Okay, ist doch nicht ganz so gut, dass ich hier dran rumdrehe. Gott weiß, ich bin selbst ein Opfer von schlecht gewarteten Straßen. Aber ich kann mir doch wieder hier und da ein paar Millionchen sparen. So, auf wen gehen wir noch hin? Die Umweltschützer sind eh furchtbar glücklich. Mittleres Einkommen, ja, ich weiß. Schwierig, schwierig. Also, ihr seht, alles ziemlich komplex. Ist auch ganz interessant, dass ihr teilweise, ja, teilweise auch Hinterabhängigkeiten stehen. Also man erst eigentlich Runden später sieht, was es wirklich in anderen Bereichen für Auswirkungen gehabt hat, die Entscheidung. Und es wirkt so sehr einfach, es ist ein bisschen starr, finde ich. Von dem her eben zum Beispiel, dass die Besteuerung von Alkohol meine Gleichberechtigung abschwächt, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber es ist allen in allem eigentlich ganz unterhaltsam und es zeigt auch ein bisschen auf, es ist doch wirklich eine Gratwanderung. Das Game kostet übrigens derzeit auf Steam 23 €, 22,90, roundabout 23 halt. Und ich habe sogar mal wo gelesen, dass es in einigen Regierungen ernsthaft dafür angewendet wird, um die Folgen von politischen Entscheidungen nachzuvollziehen. So ganz ganz spannend eigentlich. Ja, vom Game her Spaßfaktor, naja, Grafik
Naja, Logik, ja. 23 Euro wert, meiner Meinung nach nicht. Vielleicht habt ihr dann eine andere Meinung. Ich werde das jetzt mal an der Stelle hier beenden. Ich speichere mir das dann ab. Vielleicht, je nachdem, wie die Resonanz ist, schaue ich, ob ich Australien zur Weltherrschaft führen kann. Und würde dann an der Stelle mal sagen, Tüllio.